Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Soul Silver. Ja, beim letzten Mal haben wir Olivianna City erreicht und haben erfahren, dass die Arenaleiterin dieses Ortes leider im Leuchtturm sich um ein krankes Pokémon kümmert. Was bedeutet, dass wir jetzt in den Leuchtturm müssen und diese gute Frau erstmal besuchen müssen und schauen müssen, was da mit diesem kranken Pokémon los ist, was wir tun können. Ach so, hier gibt's ja noch ein Geschenk. Einen schönen guten Tag, du musst Finn sein, deine Mutter hat mir ein Paket für dich gegeben. Hier, bitteschön. Rospelbeeren, yay. Ach so, da gibt's sogar noch ein Paket. Noch eine Rospelbeere. Ah, oh, Mann, gib mir doch mal was Vernünftiges. So, ich kaufe mal wieder ein paar Tränke. Ich denke, 10 werden erstmal reichen. Und was ich mir noch mitnehme, genau, Gegengifte. Ein paar Gegengifte sind immer sinnvoll, weil... ja, wir brauchen die. Ja, wir laufen immer noch mit unserem kleinen Evoli durch die Gegend, was sich leider immer noch nicht entwickelt hat. Ist hier eigentlich auch in dem Spiel... warte mal. Ach, der Kamera-Code ist jetzt schon weitergezogen. Ach, guck mal, hier gibt's das auch. Das ist das... die Kampfzone. Ah. Ist hier vergleichbar mit der Kampfzone von Platin? Die auch ganz nice war. Ach, warte mal, hier gibt's doch noch Stärke, ne? Boah, was leckt das denn heute so hier in Olivianna City? Das Menü des Olivianna City Cafés ist randvoll gespickt mit deftiger Seemannskost. Okay. Du da, bist der Pokémon-Trainer? Wenn du in den Bergen unterwegs bist, stößt du manchmal auf runde Steine. Mit einer Attacke namens Stärke können deine Pokémon diese Dinger bewegen. Angeblich haben die meisten Wanderer, die den Kesselberg erkunden, ein Pokémon dabei, das diese Attacke beherrscht. Immer wenn ich in diese Stadt komme, schaue ich hier zum Essen vorbei. Alles, was hier auf der Karte steht, verleiht mir unglaubliche Kraft. Kräfte, das Essen hier macht echt süchtig. Mampf, Schlingen, Hust, ich hab mich verschluckt. Ich bin aber auch selbst dran schuld. Man muss immer gut kauen, bevor man sein Essen runterschluckt. Ach scheiße, wir müssen nochmal zurück, ne? Für die nächste Arena brauchen wir Stärke, ja. Ja, dann gehen wir nochmal Richtung Kesselberg. Und das bedeutet, dass wir nämlich nochmal durch Teak City müssen. Dann ist das jetzt wohl in dieser Folge unsere Aufgabe. Bevor wir in den Leuchtturm gehen. Naja. Okay. Ach, wie süß, dieses kleine Evoli da hinter uns. Ganz viele Oppis hier in dem Dorf. Ja, also jetzt kriegen wir auch Stärke. Oh, das tut mir jetzt wirklich leid. Jetzt habe ich doch glatt einen passierenden Trainer umgerempelt. Bist du auch nicht verletzt? Hier, nehmt das als Wiedergutmachung. Und jetzt sei tapfer und weine nicht. VM04 erhalten. Die Attacke darin nennt sich Stärke. Wenn du sie einem Pokémon beibringst, kann es damit störende Felsen aus dem Weg räumen. Nicht schlecht, oder? In Ordnung, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Aufstieg. Danke. TM65 Dunkelklaue, Alter. Die ist aber nice. Ach ja, wir haben ja gar keine Kopfnuss mehr. Ah, wir haben ja unser Kopfnuss-Pokémon gar nicht mehr dabei. Hm. Wir haben immer noch nicht die Quest mit dem Habitat gemacht, ne? Die Quest. Ist ja die Aufgabe. Bin schon wieder bei ganz anderen Spielen hier. Quest. Ja, eben ganz kurz, da war irgendwas auf meinem Mikro. Bäh. Das nur gesehen und dachte, okay, was ist das? La 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 la.
So, und geschwind sind wir schon wieder in Oliviana City angelangt und haben die Attacke Stärke erhalten. Ich weiß noch gar nicht, welchen Pokémon ich die... Ach, warte, doch, ich weiß das. Onix kriegt die, oder? Onix. Onix ist, glaube ich, ganz gut geeignet dafür. Wo kriegt man eigentlich nochmal den Metallmantel her? Das wüsste ich nämlich auch ganz gerne. So, Stärke für Onix. Damit wir nämlich Onix recht schnell zu einem Stalos machen können. So, Raserei kommt jetzt endlich mal weg. Tada. Da-da-da. Alter, das ist am Lecken wie sonst was, ey. Das war doch vorher nicht so. Dieser Leuchtturm wird unter anderem auch zu Trainingszwecken benutzt. Bei so vielen Trainern, wie es hier drin gibt, ist es nicht leicht, sich bis ganz nach oben durchzukämpfen. Das werden wir ja sehen. Mit dem kleinen Evoli an unserer Seite wird das schon klappen. Hey, du da! Wir sind hier nicht auf dem Spielplatz. Was glaubst du eigentlich, wer du bist hier, Gentleman Hubert, mit deinem Noctu? Ich zeig's dir mal hier mit Evoli. Oh oh, Konfusion kann schon wehtun? Oh nein! Okay, dann wechseln wir. Dann wechseln wir auf Onix mit Steinwurf, werden wir Noctu, glaube ich, ein bisschen einheizen. Lal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 a. Volltreffer, so. Oh nein, Top-Genesung. So. Evoli erreicht Level 22. Und, oh, endlich Ruckzucki. Dann können wir Tackle wegmachen. Ruckzucki macht ein bisschen mehr Damage. Ah, ich sehe, du meinst es ernst. Ja. Was dachtest du denn? Wohl dann dürfte ich dir meine Telefonnummer anvertrauen? So kann ich mein Kommen in Zukunft stets ankündigen. Was? Okay. Hervorragend. Nun können wir immer miteinander Kontakt halten. Ach, jetzt Muttern. Du hast mir doch gerade erst was gekauft. Seefahrer sind immer wild auf einen guten Kampf. Matrose Nepomuk mit einem Quapsel. Oh oh, Hypnose. Nicht schlafen, Evoli. Nicht schlafen. Aufstehen. Guck mal, erst macht er Hypnose und dann klatscht er uns wieder wach hier. Wie gemein. Zweimal funktioniert das nicht. Wollte ich nur so gesagt haben. Auch Quapuzzi wird uns nichts entgegenwerfen können. Denke ich. Hoffe ich. Glaube ich. Regentanz, okay. Quapuzzi hat, glaube ich, noch gar keine Kampfattacke, oder? Und wenn, haben wir ein kleines Problemchen, aber sonst geht's. Ruckzucki. Klatsch, klatsch. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Quapuzzi so ein Evoli die ganze Zeit schlägt.
Und bam! Okay, wir müssen, glaube ich, gerade mal heilen. Okay, und nochmal ein Spukball. Achtung, Akkoknarre, das tut mir ein bisschen weh, aber egal. Boah, das sind ordentlich XP. Uff, der hat gesessen. Das stimmt wohl. Du hast schwer was drauf. Ich habe schon lange nicht mehr verloren. Ich weiß, gib mir deine Telefonnummer. Meine Nase sagt mir, dass ich mit dir noch jede Menge spannende Kämpfe erleben kann. Ich melde mich, wenn ich ein paar Level zugelegt habe. Von mir aus. Die Nummern wurden, Nummer wurde im Pokémon registriert. Lass uns mal wieder kämpfen. Von mir aus gerne. Doch nun müssen wir erst einmal weiter in den Turm voranschreiten. Und hoffentlich bald ein Psyana im Team haben. Was hast du jetzt zu suchen? Bist du zum Gaffen hier? Wenn es das ist, dann mach dich lieber gleich vom Acker. Was ist denn mit ihm los? Vogelfänger Eugene mit einem Taubsi. Oh yeah, ein Taubsi werden wir bestimmt leicht auf die Bretter schicken. Mit Ruckzucki. Ja, das sollte er nicht zu oft machen, sonst treffen wir nicht mehr. Oh oh. Oh oh. Komm schon. Jetzt treff! Oh nein! Na, wer kommt jetzt? Natürlich Skaraborn! Skarabjörn, Entschuldigung. Okay, das unfreiwillige Wechseln. Wir wechseln einfach wieder zurück auf Evoli, ne? Ruxuki. Das wird ja mehr Schaden machen, weil das Taubsi ja nur Level 15 ist. Das erste war ja Level 17. Und es kommt noch ein Taubsi auf uns zu. Alles klar, werden wir mit fertig. Das ist auch kein Gegner für uns. Oh, Level 19, das kann vielleicht doch ein Gegner für uns sein. Nachmacher. Ach man, warum muss er denn jedes Mal mit seinem scheiß Wirbelwind um die Ecke kommen? Hier darf jeder mal ran, ne? Ah, das arme kleine Taubsi kriegt jetzt ein paar Steine ab. Batsch, einfach mal so voll auf den Schädel. Muss schon wehtun. Level 24 für Onyx, das gefällt uns allen. Noch ein Taubsi und wir wechseln wieder zu Evoli. Denn Evoli ist ja jetzt vom Level her das Schwächste. Und leider auch von der Stärke immer noch, weil es immer noch ein Evoli ist und immer noch kein Psyana, obwohl ich ein Psyana haben möchte. Gebt mir doch einfach ein Psyana. Wir haben ihm schon die Sanftglocke gegeben, ne? Hm. Mehr als das kann ich eh nicht machen. Level 23 für Evoli. Reicht es oder reicht es nicht? Das werden wir gleich sehen. So, Evoli bleibt natürlich drin.
Hoffentlich kommt nicht wieder eine Wirbelwindattacke. Nee, eine Sandwirbelattacke. Trotzdem irgendwas mit einem Wirbel, Mann. Komm schon. Dankeschön. Sehr gut. Wow. Dir war es ernst. Du sorgst dich wirklich. Immer noch nicht. Ihr wurde vollführt, ein Tänzchen vor Freude. Ja. Dann freu dich und entwickel dich endlich. Mann. Warte mal, welches Level hat Tyrakok? Auch Level 24. Ja, wenn Evoli Level 24 ist, werden wir erstmal wieder die anderen trainieren. Auch wenn ich natürlich gerne... Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Von mir aus Gieren. Gentleman Felix mit einem Vulcano. Okay, Evoli, du weißt, was du zu tun hast. Wir werden mit Spukball angreifen und werden dich in den Boden rammen. So wie alle Gegner. Oh nein! Oh! Toll, und wir haben gar keinen Feuerheiler dabei, ne? Ist ja wunderbar. Ja, natürlich hat er Top-Genesung. Ich halte sie aus, jetzt. Wir haben aber wirklich nichts, ne? Ne, wir haben nur Piercef-Beeren. Ah. Okay, dann müssen wir hier gleich doch nochmal raus. I'm sorry, wir müssen gleich hier nochmal raus. Okay, ein Spükball noch und dann müsste das... Ah, reicht nicht ganz, ne? Ja, ein KP natürlich. Komm, kleines Evoli, los, mach es fertig. Und den nächsten Gegner wirst du auch noch platt machen. Die Verbrennung schadet Evoli immer noch weiter. Doch wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Unser Evoli gibt nicht auf. Nur der Angriff wird reduziert, aber das ändert nichts an Spukball, weil Spukball macht trotzdem noch 4 Damage. Waha! Ich glaube, das war diesmal sogar genau die Hälfte. Komm schon, das reicht! Ja, ein Crit, sehr schön. Ah, immer noch nicht genug trainiert. Nö. 3600, oh, nice. Ja, ja, Mutter, ich habe schon mitgekriegt. Du hast uns schon wieder 2 Sachen gekauft. Die gibt unser Geld auch wie Heu aus, ey. Ich schmeiß das auch aus dem Fenster, wie sonst was. Glaube, ich muss der Frau mal was erzählen. Ah, wenn wir Fliegen haben, du. Dann fliege ich aber erstmal nach Neuborg hier und dann erzähle ich Muttern erstmal was. Einfach unser ganzes Geld rausschmeißen. Hallo und willkommen im Pokémon Center. Und das ist plötzlich Professor Eich, oder wie? Hallöchen. Hallo. So, dann geht's jetzt weiter. La 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 da da ba. Du, 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 du. Ach, man kann auch von der Seite hoch. Das ist ja auch schön. So, gute Frau. Machen wir dich noch platt und dann ist gut hier. Jasmin leitet die Arena hier in dieser Stadt.
Ich werde sie zurückholen, besser. Du stellst dich mir nicht in den Weg. Das wollen wir mal sehen hier. Göre Ramona. So, Göre Ramona, jetzt gibt's aber mal richtig einen auf den Hintern hier. Ruckzucki, bloß. Oh oh, Walzer tut weh. Zumindest beim dritten Schlag oder so. Au. Okay, doch nicht. Tja, Meryl, das war wohl nix. So, Ramona. Göre. Ah, was machst du da mit meinem Pokémon? Tja, besiegen. Klar mache ich mir Sorgen, wenn mein Pokémon umkippt. Wer würde das nicht? Ja, dein Pokémon ist gerade auch umgekippt. Angeberei. TM87. Okay. Lala. So, dann geht's jetzt weiter hier. Erstmal runtergeflogen hier. Was ist das denn hier? Ah, nee, stopp, halt. Warte mal. Sonderbonbon. Können wir Evoli gleich geben? Vielleicht haben wir ja Glück und es entwickelt sich mit Level 25 dann. Jasmin muss Krankvorsorge um das Pokémon sein. Man sieht sie nicht einmal mehr lächeln. Du siehst sie doch gar nicht. Du bist doch hier unten im Turm. Matrose Ferdinand mit einem Krabi. So, wir wollen noch ein Level up abholen. Oh oh, Blubstrahl tut weh. Blubstrahl tut weh. Bong, 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 bong. Und Level 24 für Evoli. So, und wir wechseln schon mal auf das gute Tyrakok, weil Tyrakok als nächstes wieder trainiert wird. Damit ist auch endlich Level 25 erreicht, wie Evoli gleich. Es sei denn, Evoli entwickelt sich jetzt schon, dann natürlich erstmal nicht. So, wir brauchen eine schöne, ordentliche Bissattacke. Autsch, Klammer tut ein bisschen weh. Ich könnte auch Eiszahn einsetzen, aber das macht nicht allzu viel Damage. Vermute ich mal. Na 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 na. So, noch ein Biss und weg mit dir, Krabi. Krabi. Mr. Krabs. Ich habe aber gerade auch viel Grund, auch nicht viel Grund zu lachen. Ach, immer noch nicht. Immer noch keine Entwicklung in Sicht. Dann geben wir Evoli doch mal ein Sonderbonbon. Immer noch nicht. Wie lange sollen wir denn noch mit einem Evoli rumrennen? Mann. Wohl noch länger. Was ja nicht so dramatisch ist. Wir sind hier ziemlich nah am Himmel. Vogel-Pokémon sind da in ihrem Element. Naja, so nah sind wir jetzt auch nicht am Himmel, weil ich bin ja gerade wieder runtergesprungen. Den Turm. Vogelfänger Benno. Los, Syrakok. Zeig es diesem kleinen Habitat mit deinem Surfer. Surf ihn weg. Syrakok ist aber zu mächtig für diese Gegner hier. Ibita. Au, au, au. Was ist das? Nein. Ich hätte Eiszahn einsetzen sollen. Na, vielleicht reicht ja auch ein Surfer. Es reicht auch ein Surfer mit einem Crit, natürlich. Level up, Level 25 für Tyrakok. Dann würde ich sagen, darf Onix nochmal ran hier.
La. Steinwürfchen. Sehr schön. Ups, wer noch steigt, fällt aber eben noch tief. So, einmal heilen. Gut, dass ich nicht trainiert habe, ey, dann wären die jetzt hier zu hoch. Das ist zu hoch für mich. So, Seeleute sind hart und zart in einem ein. Perfekte Mischung, wie ich meine. Wie steht das mit dir? Ich bin auch total hart, Matrose Pepe. Mit deinem Kapuzzi wirst du hier aber nicht weit kommen, das sage ich dir gleich. Einen ordentlichen Biss und dann ist es, ist das hier weg. Kapuzzi schreckt zurück und das heißt für Kapuzzi ist es jetzt gelaufen. Der Kampf ist fertig. Ah, du gehörst also auch zu der Harten und den Zarten. Ja, klar, natürlich. Was auch sonst? Ich hatte vor, gegen Jasmin zu kämpfen, aber sie ist nicht da. Wie wäre es mit dir? Von mir aus? Ich habe halt leider nur ein Onyx, kein Stalos, so wie sie. Matrose Cornelius mit einem Macholo. Tyrakok wird dir zeigen, was ein wahrer Trainer ist. Hier, Eiszahn und weg. Oh, du überlebst den Schaden. Du überlebst den Angriff, das ist ja auch interessant. Überlebst du den noch zweimal? Nein. Nach dem zweiten Mal überlebst du ihn leider nicht. Noch ein Macholo. Jetzt mal was Surfer. Und noch ein Querpützi. Ja, das ist ja wohl gar nichts, ne? Tyrakok erreicht Level 26. Wow, du hast mich überwältigt. Hab ich das? Dann habe ich ja alles erreicht, was ich wollte. Superschutz. Oh no. Dieses Pokémon hat immer das Meer für uns ausgeleuchtet, aber dann wurde es plötzlich sehr krank. Seitdem ringt es nur noch nach Luft. In Anemonia City auf der anderen Seite des Ozeans soll es einen wundertätigen Apotheker geben, aber ich kann Ampi nicht einfach hier alleine lassen. Würdest du mir einen Gefallen tun? Könntest du vielleicht für mich dort Medizin kaufen gehen? Ich halte ja auch den Eingang offen. Oh, thanks. Nice. Das heißt, wir haben auf jeden Fall für die nächste Folge eine Mission. Das bedeutet, beim nächsten Mal werden wir an dieser Stelle... Oder warte, wir fahren noch eben drunter. Ja, die Folge hat heute ein bisschen Überlänge. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir, weil ich wollte halt den Leuchtturm gerne noch beenden. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das soll es an dieser Stelle wieder gewesen sein. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert auch gerne den Kanal. Beim nächsten Mal geht es dann also Richtung Anemonia City übers Meer. Übers Meer. Ja, da werden wir dann
In Almunia City die Medizin kaufen und natürlich auch die Arena bestreiten. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren. Dann vor der Arena werde ich das auf jeden Fall noch tun. Ja, ich würde sagen, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal und tschüss.